Heute zeige ich dir einen coolen Sidechain-Trick, mit dem du aus diesem Track diesen Track machen kannst. Geht gleich los. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Diesen Sidechaining-Trick kannst du aber in jeder anderen DAW genauso nachbauen. Hören wir uns dieses Projekt jetzt nochmal kurz an. Und zwar habe ich alle Effekte oder die komplette Effektkette rausgenommen, dass ich dir gleich zeigen kann, wie ich das gemacht habe. Also das ist das Grundprojekt hier. Nur Drums, nur Bass, sehr basic hier. Der Bass hier ist von Retro Synth. Das ist einfach der Benutzerstandard. Ja, ich habe hier gar nichts verändert. Das ist mein Basston. Um ein bisschen mehr Rhythmik reinzubringen, habe ich nur den Arpeggiator geladen. Arpeggiator gibt es in jeder anderen DAW auch. Und weil die Drums so ein Achtel-Triplet-Feeling haben, also Triolen-Feeling, habe ich das auch für den Bass eingestellt hier. Auch hier sehr basic Einstellungen beim Arpeggiator und dann klingt das so. Schon etwas interessanter. Was jetzt aber diesem Track hier fehlt insgesamt, ist Tiefe. Und deswegen möchte ich den Bass jetzt ein bisschen fetter machen, und zwar indem ich ihm Ambience gebe über ein Hall-Plugin. Ich lege also zunächst einen Send an hier. Wir nehmen Bus 1. Und damit dieser Hall nicht zu dunkel klingt oder zu dumpf klingt, möchte ich ihn höher stimmen. Das heißt, bevor ich jetzt den Hall einsetze, nehme ich jetzt ein Pitch-Shifter-Plugin. Das ist einfach ein Pitching-Plugin, gibt es in jeder DAW. Und dieses Plugin stimme ich 12 Halbtöne höher. Das heißt, ich möchte, dass der Hall nachher eine Oktave höher klingt als der Bass selber. Ich nehme hier Pitch-Checking, drehe den Mix ein bisschen hoch und jetzt setze ich meinen Hall ein. In dem Fall nehme ich einfach den Space Designer, den lasse ich in der Grundeinstellung. Ich mache nur die Raumgröße hier wesentlich größer und drehe den Wet-Regler hier ganz nach oben, weil ich ja im Aux hier sitze. Das heißt, das ist mein Send. Und jetzt sollte die Sache schon, oder sollte der Bass schon wesentlich fetter klingen. Wir hören uns mal ganz kurz diese Hallspur alleine an, und zwar, wie sich das anhört, wenn der Pitch-Shifter nicht dabei ist. Das heißt, wenn der Hall sehr tief ist, nur dass du den Unterschied hörst. Wir hören also jetzt nur das Aux-Plugin, den Hall jetzt direkt erstmal mit Pitch-Shifter und dann ohne. Ohne Pitch-Shifter. Du hörst, also es klingt wesentlich dumpfer und mumpfiger und das möchte ich nicht so unbedingt haben. Deswegen habe ich den Hall einfach höher gestimmt und was ich jetzt mache, ist, dass ich ja den Hall noch ein bisschen weiter aufräume, indem ich ihn einfach in den Höhen und Tiefen ordentlich beschneide, weil er immer noch so ein bisschen mumpfig klingt und dann sollten wir schon ein ganz gutes Ergebnis haben. Allerdings möchte ich auch, dass der Hall noch so ein bisschen mitwabert mit dem Bass und deswegen möchte ich ihn sidechainen, ja? Und zwar mit der Bassdrum. Dazu kopiere ich einfach diese Bassdrum-Spur hier runter oder die Drum-Spur und baue mir hier einen sogenannten Ghost-Trigger. Ich zeige dir gleich, wie das funktioniert. Ich möchte also jetzt hier nur die Bassdrum haben. Alles andere möchte ich nicht und ich möchte nur, dass er mir die vier... Also die 4 on the floor spielt 1, 2, 3, 4. Nehmen wir hier. Genau, super. Ich gehe jetzt wieder rüber zu meiner Hallspur und um den zu sidechainen, brauche ich einen Kompressor. Da nehme ich auch einfach direkt ein von Logic. Und als Sidechain wähle ich jetzt meinen Ghost Trigger. Ich kann die Spur hier muten, weil ich brauche diese Bassdrum gar nicht. Ich schreibe hier mal G-Trigger, Ghost-Trigger deswegen, weil die Note selber nicht erklingt. Ich brauche sie nur, um die Sidechain für den Hall hier einzuschalten. Und ich nehme als Instrument hier G-Trigger, also das ist mein Ghost-Trigger. Das heißt, der Kompressor wird getriggert von der Bassdrum oder wird gesteuert von der Bassdrum, die 1, 2, 3, 4 spielt. Und ich möchte jetzt, dass auf die 1, 2, 3, 4 mein Bass oder mein Hall, meine Bass-Ambience, runtergedrückt wird. Da probiere ich jetzt ein bisschen rum. Wir können auch einfach mal nur diese Spur hier, die Bassspur, laufen lassen, während ich den Kompressor einstelle. Thank you.
Jetzt haben wir hier schon ein sehr spannendes, eine spannende wabernde Ambience, die den Track wesentlich interessanter macht. Wenn du jetzt mal den Bass anhörst, mal ohne und mit dieser Ambience, dann hörst du, dass man da einiges mehr rausholen kann noch. Also wesentlich mehr Bewegung, wesentlich spannender insgesamt dieser Track jetzt hier. Wenn du weitere Logic-Tipps möchtest dieser Art, dann empfehle ich dir meine Logic-Workflow-Checkliste. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere und wichtige Tipps, wie du schneller und effizienter in Logic arbeiten kannst. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, unbedingt runterladen, hat schon sehr, sehr vielen Leuten weitergeholfen. Jetzt interessiert mich natürlich noch, hast du diesen Trick gekannt? Hast du auch schon mal die Ambience, also einen Hall, komprimiert? Auf welche Art und Weise und auch in so einem Projekt? Das würde mich interessieren. Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Oder hast du diesen Trick hier noch gar nicht gekannt? Zum Beispiel, dass du deinen Hall auch verstimmen kannst oder in den Höhen und Tiefen beschneiden kannst. Das interessiert mich sehr. Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!